Rohr runter! Die Verlängerung einzelner Baum davor, Zybrunn. Erkannt. Linke Begrenzung. Zweite ist feuerbereit! Seit über einem Jahr begleiten wir sie. Wir beobachteten, wie aus ihnen Soldaten wurden. Wir erlebten, wie sie trotz vieler Mühen erst im zweiten Anlauf den Titel Beste Bedienung erwarben. Die Geschützbedienung Kurek. Und da und stramm ziehen. Und stramm ziehen. Nach rüberziehen. Weiter raus. Jetzt sind sie im dritten Diensthalbjahr. Grund für uns zu fragen, wie sie sich fühlen. Ah, nicht schlecht. Ja, das Freitag, das heißt, man hat schon ein ganz schönes Stück geschafft. Ja, man ist im letzten Diensthalbjahr meistens, ja. Und da kann man eben immer seine Schoten machen und man ist eben ein bisschen, wie soll ich sagen jetzt, disziplinierter als im ersten Halbjahr, zweiten Halbjahr. Ich habe wieder Gefühl mit den Balken, ohne viel anders. Man soll ja auch Vorbild sein, nicht? Mit den Geräten drauf. Ansonsten ist auch im Dienstablauf wie normal, bloß dass mit den Freitagen geredet wird. Mehr ist das auch nicht. Und 30 Mark mehr im Monat, was ausgezeichnet kommt. Gefreiter werden, das ist immer so eine Art Anerkennung für die Soldaten. Jeder wird nun mal nicht gefreiter. Ach, naja, man sagt, mit den zwei Dienstgraden war da mir gefreiter und General. Man ist doch schon ein bisschen stolz, dass man gefreiter ist, ja. Richt euch! Augen gerade aus! Die Augen links! Das Hauptmann, Batterie steht wie befohlen. Unterfeld wie Lücker. Angelassen, Augen gerade aus, nicht rühren. Augen gerade aus! Rührt euch! Los! Ach, Und zusammenleinen will! Aber hier sind auch voll! Wenn Sie auch nicht viel vom Sinn des Soldatseins sprechen, erfahrene Kämpfer, wie Sie das Kürzel EK deuten, scheuen keine Härten. Wer beim Eilmarsch über 15 Kilometer mit sehr gut bestehen will, muss in rund 2 Stunden das Ziel erreichen. Sie schaffen es. Entwarnung. Schutzmasken absetzen, etwas austropfen lassen. Kopfbedeckung gleich wieder auf. Abkreuzung, wie immer, Marschgesang. Das Dorf sich freut, wenn wir kommen und sieht, dass wir einsatzbereit sind. So, wenn wir hier jetzt vorne an der Eisenbahn abbiegen und auf dem Rückweg. Vorwärts. Also.
Meine Bühne sind blau, Junge. Ach, Disco-Karten. Welch mal alleine. Fällt das unten. Disco-Karten meine ich. Heute Abend an da Spuren gehen. Ne. Also, ich sitze ab als Erster. Ich nehme den hier. Ja, wer vom Pizza auf Kiste mit raus sind, zieh die rohe Latte. Bleib mit raus. In der Zeit springst du rüber und nimmst mit Wabbe dann die Kisten runter. Bis dein Kurek sagt, eine Helme. In der Zeit dann ist dann schon Bursche-Kutze runter, Optik drinne und der Verschluss auf. Er gehört nur zeitweise zur Bedienung. Ein Reservist. Nicht leicht für ihn, in einer eingespielten Bedienung mitzuziehen. Trotz der Starthilfe durch Dirk Kitzinger, der nicht nur mit dem Mundwerk schnell sein kann. Tagesbefehl des Ministers für nationale Verteidigung. Am heutigen Tage begeht die Nationale Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik ihren Jahrestag. Geführt von der Partei der Arbeiterklasse hat die Nationale Volksarmee als Teil unseres Volkes und seiner Staatsmacht mit dazu beigetragen, dass im Herzen Europas Frieden blieb, dass der Sozialismus kraftvoll gedeihen konnte, dass die auf das Glück des Volkes bedachte Politik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands erfolgreich fortgeführt werden kann. Bitte? Danke. 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 Geht der Automat zu, der Teufel? Sie laden jetzt. Der Automat ist geladen. Weißleiner machen? Ja. Hier hinten, das ist der Verschluss, wenn der geöffnet wird, durch ein paar Hebellasten hier. Kommt hier die Granate rein. Und hier wird abgedrückt. Hier, nach hinten. Ja, das hat geklickt, dann fliegt die Granate raus. In dem Moment, wo die Granate rausfällt, rausfliegt. Ja, manchmal fällt so raus. Der Richtkanonier, der sieht durch seine Optik. Ich steht hier mit dem Panzer ein. Ein Kollektiv beweist sich vor allem auf dem Gefechtsfeld. Geht jedoch im täglichen Engen mit und nebeneinander auch alles glatt? Ich meine, da man sich da gegenseitig mal auf den Senkel tritt, das ist wie die Arme in der Kirche, das haut voll hin. Wenn das nicht wäre, das wäre vielleicht schon eine ganze Idee ruhig auf dem Bude, aber wenn sich mal das aushalten, das ist dann mal 10 Minuten, dann fällt man sich da voll und dann mit dem spreche ich nicht mehr, dann ist man erstmal wieder letztes Schlaf im letzten Glied und dann nach der nächsten Pause, dann saugt man doch schon wieder zusammen. Also. Also irgendwann mal ein bisschen was kracht, ist normal, aber der hält sich halt noch einen Rahmen. Meistens sind es bloß immer Kleinigkeiten, wo die man sich da drüber aufregt. Naja, merkt man selber, dass man da großen Mist erzählt hat, aber. Weil wir uns so gut kennen schon jetzt in der Zeit, da weiß man, wie man das
was man davon halten muss, was der andere gesagt hat. Man ist doch praktisch in der Beziehung nicht nachtragend. Irgendwie hat man sich gerade nur gleich auf ihr Tagewerk, hat den noch ein halbes Jahr später immer noch voll. Dann kommt man ab und zu mal eine kleine Spitze wieder und dann haut dann wieder hin. Wenn man es mal zurücksteckt, ja, also irgendwann platzt doch mal in der Kran, ja, und dann geht's los und dann ist man mit gar nicht zufrieden, dann schickt man aber jede Kleinigkeit, irgendwann, das bleibt nicht aus, das kommt immer wieder. Aber danach sind alles wieder beim Alten, ja. Ausgewirkt, aber Erfüllung der Gefechtsaufgabe hat sich da auch nie. Die Leute wissen, worum es geht, also sehen sie zu, dass sie beim ersten Mal alles backen, also. Eine Panzergruppe bisher erkannt. Sie empfangen, kommen. Melden Sie mir, wenn Sie die Ziele erkannt haben. Ihr erstes Schießen liegt schon weit zurück. Geblieben ist die Aufregung und die Verpflichtung, Treffen mit dem ersten Schuss. So lange wie möglich dranbleiben an Optik, bevor du abdrückst. Das Feuer! Da ist er nicht Feuer! Siehe! Auf Satz 8! Entweder hat zu lange gedauert. Voll Vorsicht, langsam. Wir haben uns heute zum Abschlussgespräch hier zusammengefunden. Das ist so üblich im Truppenteil Leine. Der Kommandeur trifft sich mit denen, die ihren Wehrdienst beenden. Keine Klagemauer, aber offen und ehrlich, nach Soldatenart. Ich kann heute einschätzen, dass ihr Genossen eure Aufgaben erfolgreich erfüllt habt. Ihr habt gezeigt, dass ihr gereift seid, persönlich, ich würde auch sagen militärisch. Das hat mir vorher nicht gekannt, das ist irgendwie eine ganz andere Welt. Ansonsten haben wir oft ganz schön geschindert, möchte ich sagen. Man hat ja gute Zeiten, mal weniger gute. Ansonsten habe ich da doch ein bisschen was gegeben. Man muss wirklich mal das Harte und das Schlimme hier mitgemacht haben. Ja. Den ganzen Winter manchmal erfrorene Finger gehabt und der Sommer war so heiß und die Mücken haben angeplagt und alles. Da hat man die ganze Nacht ein, zwei Schachteln Zigaretten geraucht, man war ausgelaucht und alles. Man muss so eine Strapazen mitgemacht haben, so vom Erzählen her kann man da keinem was sagen. Wie schon gesagt, 18 Monate, das muss man mal durch, also muss jeder mitmachen irgendwie. Ja. Jetzt, am Ende des Wehrdienstes, gehen nicht nur Fred Wobbes Gedanken über die Armeezeit hinaus. Obwohl er sich hier fast heimisch fühlt und in der Elf des Ortes mitmischt. Ja, Arbeit, alte Arbeit wieder aufnehmen, kann man sehen. Gibt es da bei der Arbeit Veränderungen? Ja, ist eine andere Maschine, neue. Das ist ein neues Bohrwerk, soll vollautomatisch sein. Mal sehen, wie es da wird. Weiß ich noch nicht genau. Reizt dich sowas Neues, oder? Ja, schon. Vor allen Dingen ist, wie gesagt, schon etwas Neues, ja. Und man wird ja doch irgendwie dann mehr beansprucht. Ja. Jetzt, was jetzt die Technik angibt und so. Aber das werden wir schon schaffen. Ein zweites Kind wollen wir noch. Ja, ansonsten, ob ich Fußball weiterspiele, weiß ich noch nicht, je nachdem, wie es kommt. Komm. Wie sieht denn der Geschützführer nur seine? Sein Kollektiv, was er jetzt abgeben muss? Naja, fällt einem nicht leicht. Muss man anderthalb Jahre mit den Leuten zusammen gewesen, ist mit denen groß geworden. Wo die gekommen sind, da bin ich auch gerade hier angekommen. Und ich bin zufrieden mit der Leistung, die sie gebracht haben. Das finde ich sehr schön, das ist ein hohes Lob des Geschützführers. Aber ich muss dazu sagen, ja, wir mit ihm auch, sagen wir mal, müde los erwischt haben. Es gibt ja nur unsere Geschützführer auch weg, die einen, die haben eben weg und die anderen, die lernen nie, würde ich mal sagen. Ja. Und der hat ja ganz schön gepackt, wo wir sie auf den Acker höllisch oft angeblöckt haben, aber ansonsten für mich persönlich kann ich sagen, dass ich mit dem Vorsitzenden nie hart in Konflikt gestanden habe. Also ist es so, sozusagen, überhaupt nicht.
Sicher wird Dirk Kitzinger wieder öfter in der Kapelle seines Heimatdorfes mitspielen. Wir spielen ja nach Zahlen, halt arbeiten wir uns immer die Songs, die wir spielen, aus. Wird dann aufgeschrieben und dann wird das geübt. Wenn wir direkt mal Noten spielen würden, wäre eine Katastrophe. Ich kann auch keine Noten lesen. Und sonst, ja mein Gott, aber klingt doch gut, nicht? Noch eine kurze Erholungspause und dann werde ich mich wieder in Magdeburg auf die Dächer rumtreiben und meinen Job vorsehen. Und dann habe ich da mal ernsthafte Bemühungen veranstaltet, da meine Mutter auch mein Enkelkind von mir sehen will und nicht bloß von meinen Schwestern. Dann wird ja auch nicht älter, ja, ein bisschen, ach, umgekehrt, man wird ja ein bisschen älter und nicht jünger. Außerdem muss ich ja meinen Körper auch mal wem anbieten können, nicht? So gesehen. Aber wenn das was wird und wie das was wird, ja, steht noch eine Sterne. Wenn wir so mal Taktikausbildung gefahren haben oder sowas, ja, wer macht das schon gerne hier, eine Stellung nach der anderen fahren und so. Aber wenn man dann gemerkt hat, hier erste, zweite Stellung, Normzeiten, alles jo, geklappt, dann hat es nachher auch Spaß gemacht, dann lief das alles. Mhm, ja. Dann war auch das Zusammenspiel, das war, wie sagt man so schön, eine Hand wischt die andere, beide die Gesichter. Ja. Da braucht ihr auch als Geschützführer, braucht ihr nicht hier noch große Kommandos geben, hier, was jeder zu machen hat, das war alles so eingespielt. Das ist alles eingespielt. Mhm. Wenn wir getroffen hatten, manchmal rohe Kukurexil. Ja, das war nicht schlecht, da hat man sich gefreut, ja. Man, ein paar Schießen, die waren echt mies. Aber das lag. Man, der Richtkanonier macht ja auch Fehler, er ist ja auch bloß ein Mensch, ja. Abteilungsübung. Das war Zufall. Und die Batterieübung im Sommer. Hatten wir mit 100% geschossen. Eine Granate hat einzige Abteilungsübung, glaube ich, weil wir bloß bei uns eine Scheibe kamen. Und auf der Batterieübung hat man mit 100% geschossen. Gleich ob als Richtkanonier oder in der Freizeit. Michael Kirchschlager will vollkommen sein. Klar, sieht tierisch beeindruckend aus. Aber so rumlaufen möchte ich ehrlich gesagt nicht, jedenfalls nicht so übertrieben. Und dann mache ich es ja auch nicht, um da irgendwie als Muskelmensch oder Kraftprotz da anzukommen. Sondern ich mache es, weil man sich ein bisschen fitter hält. Kreide. Irgendwie muss man auch Freizeit ein bisschen ausnutzen. Und manche spielen Schach. Ich spiele auch ein bisschen Schach, aber da verliere ich immer. Das macht mir keinen Spaß. Ja, September fange ich in Halle an, im Studium, deutsche Geschichte. Also Pädagogikstudium ist das und 5 Jahre. Jetzt aber ein Kiste am Laden! Es tut mir ein bisschen leid, dass wir erst im dritten Dienstagjahr den Titel Beste wird hier erringen konnten gemeinsam. Sonst hätten wir jedes halbe Jahr so ein kleines Ferkelchen auf dem Tisch zur Linie gehabt und hätten das leer spachteln können. So ist auch ein guter Anlass, um Ihre Leistung hier nochmal hervorzuheben, die gesamten 1,5 Jahre. Und ich hoffe, dass jeder in seinem persönlichen Leben weiterhin viel Erfolg hat. Und ich möchte bitten, dass Sie mit mir gemeinsam das Glas heben. Und dann kann man genauso laufen, ja. Oh,
Kurig, cool, hast du eine lange Adresse, Junge? Kannst du Katzenpuckel nicht aushalten, ja, oder was? Ja, glatt Gott. Aber klasse. Als Bleimhörner? Nee. Wo ist die Artillerie? Hier schwach vertreten. Was? Hier, Raketentruppen. Ach, ich kann es ja. Ebenfalls, alles Gute. Ja, danke. Ebenfalls, ja. Alles Gute. Genau. Genau, ja. Danke dir. Hallo, Kollegen, und herzlichen Dank. Ha, Michael. Hab ich Telegramm noch gekriegt, ja? Danke. Alles Gute noch. Na, ich muss der Oma die starke Oma mal anziehen. Geht mal ganz schön. Das ist der neue Lebensabschnitt wieder beginnt. Wohl. Hex.